Hallo und willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Wir sind gestern gefühlt den ganzen Tag unterwegs gewesen und haben viele Zeit im Auto verbringen müssen. Dementsprechend sind wir heute ein bisschen geredet, weil wir gestern Nacht auch sehr spät erst dann im Bett waren. Dementsprechend versuchen wir heute ein bisschen ruhig anzugehen, aber wir haben eine ganz, ganz große Aufgabe und das ist, zu IKEA zu fahren, uns die zwei Kleiderschränke anzuschauen, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, also einmal den Pax und einmal den Plaza, und uns zu entscheiden. Ich glaube, es gibt vor Ort auch so einen Planer, die das durchplanen. Ich nehme aber auf jeden Fall nochmal die mit, die ich sowieso konfiguriert habe, da gibt es ja so eine Nummer. Und dann müssen wir heute das auf jeden Fall konfigurieren, damit wir bald den Schrank hier haben. Wir haben uns aber noch nicht genau entschieden, wie viel Platz wir brauchen, aber ich denke, wir gucken einfach mal vor Ort, wie groß das dann tatsächlich wirkt. Manchmal ist es einfach schwierig, sich das so hier vorzustellen, wenn man es nicht vor Ort gesehen hat. Genau, also gehen wir jetzt zu IKEA. Wir stärken uns jetzt erstmal. Ich habe mir hier was selber zusammengestellt. Lachs, Kartoffel, Kühl und Wirsinggemüse. Pablo hat Kürbisrisotto und ein veganes Dessert, das ist so ein Schokomousse mit Sanddorn war das, ne? Ja. Guten. Ich bin fertig, Pablo auch. Jetzt gibt's das Dessert. Wir haben schon probiert. Was sagst du? Echt lecker. Also, ich überlege gerade, ob man sowas leicht zu Hause nachmachen kann. Also es ist veganes Mousse au Chocolat mit Sanddorn. Wir sind jetzt in der Plaza-Ecke und gucken uns gerade alles an. Und was ziemlich cool ist, ich hatte das ja schon konfiguriert. Und ich konnte das jetzt hier wieder abrufen und dann abändern, je nachdem, was mir jetzt hier besser gefallen hat. Also was die Inneneinrichtung angeht oder Griffe, Türen. Und hier sind einige Beispiele. So sieht das jetzt im Ganzen aus. Das heißt, da kann man schön sehen, wie man das anpassen kann. Und das ist halt ideal für Schrägen oder auch unter Treppen. Und da wir ja eben viele Schrägen haben, ideal für uns. Ich war mir jetzt noch nicht sicher mit den Griffen, ob man jetzt solche Knöpfe nimmt. Oder es gibt auch Schiebetüren, aber die wirken, finde ich, jetzt nicht ganz so hochwertig. Es gibt dann auch zum Beispiel solche Griffe, aber die finde ich zu groß irgendwie. Ich will halt was, was super unauffällig ist. Und Pablo hatte diese hier entdeckt. Das ist zwar ein anderer Schrank, aber die Griffe sind die gleichen. Und die finde ich eigentlich ganz schön. Also so sehr, ja, unauffällig. Und ich glaube, das nehmen wir dann. Ich habe nämlich gerade, hier sind die Pax-Schränke, nochmal bei Pax geguckt. Und es ist auf jeden Fall hochwertiger und man kann halt super viel spielen, ne? Mit Glas und Schmuck, Ablagen und so weiter. Aber es ist einfach wesentlich teurer. Und man kann eben auch nicht diese Schrägen machen. Und da wir ja eben die Schrägen haben, ist es sinnvoll. Ich suche schon länger nach einem neuen Spiegel für den Tisch. Und zwar am besten so groß wie möglich. Ich hatte mal quasi so diesen hier, diesen runden, aber der ist viel zu klein. Und ich finde den eigentlich ganz schön von der Größe, aber den kann man halt gar nicht irgendwie anpassen. Und bei dem habe ich so das Gefühl, man kann vielleicht noch ein bisschen was anpassen. Auf jeden Fall ist der auch so in Holzoptik, was ich halt passend finde zu meinem Zimmer. Und es gab nur noch einen einzigen. Den schnappe ich mir jetzt. Ich bin wieder zu Hause. Fragt mich nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe alles mit nach oben bekommen. Mir ist auch gerade noch die Nachbarin begegnet und die hat mich ganz schön verwirrt angeschaut, weil ich jetzt vollgepackt war. Pablo hätte gesagt, mach das doch in zwei Zügen, aber nein, ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht genau so gemacht hätte. Außerdem hat es geregnet und ich wollte nicht nochmal raus. Ich habe Pablo nämlich gerade bei einem Freund rausgelassen. Also wir haben nicht viel gekauft per se. Es ging mir ja, wie gesagt, vor allem darum, dass ich mal den Pax und diesen Plaza miteinander vergleichen kann. Und ich glaube, hätte ich die Schräge nicht, würde ich mich für einen
Packs entscheiden. Aber da wir so viel mehr Aufbewahrung durch den Platzer bekommen, haben wir uns jetzt dafür entschieden. Und gleichzeitig sparen wir sogar Geld, haben aber mehr Aufbewahrung. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt das Richtige für die Wohnung als Lösung. Dann haben wir uns entschieden für... Was für eine Entscheidung. Ich habe Mülleimer gekauft für das große Bad. Also fürs große Bad, der ist einfach weiß. Baue ich gleich zusammen. Und für das kleine Bad haben wir den genommen, weil das kleine Bad ist halt so ein bisschen dunkler und da passt das eigentlich ganz gut dazu. Fällt jetzt nicht so auf. Und es kommt dann jeweils immer noch mit so einem anderen Paket. Wie gesagt, baue ich gleich zusammen. Dann brauchten wir eine Fußmatte, weil unsere alte war leider schon ziemlich gammelig. Und dann habe ich die entdeckt und ich fand die so schön. So sieht die aus. Die ist halt so richtig boho-mäßig und ich fand die so schön. Pablo Gott sei Dank auch. Und die hat nur 1 Euro gekostet. Ist halt so eine dünne Matte. Ich denke, ich werde dann da diese Folie drunter legen, diese rutschfeste Folie. Einfach damit man auf Nummer sicher ist. Aber ich finde, das ist gleich so genau das, was ich wollte, dass man, bevor man reingeht, schon so das Boho-Gefühl hat. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und ansonsten habe ich aber wirklich nichts Spannendes gekauft. Wie gesagt, den Spiegel, Glühbirnen. Ich kann euch LED-Glühbirnen sehr empfehlen, wenn ihr Strom sparen wollt. Und ja, ich werde jetzt die Mülleimer zusammenpacken. Und wenn Pablo dann zurück ist, werden wir den Schrank bestellen. Oh Gott. Ich habe mir jetzt eben gerade ein Porridge aufgesetzt. Ich habe gerade so Bock da drauf. Es ist gleich Abendbrotzeit. Also, das ist nicht so normal. Aber ich hatte irgendwie total Lust da drauf, weil die Alternative wäre kalt gewesen. Und mir ist gerade einfach nach was Warmen. Ich will aber jetzt auch nicht nochmal raus einkaufen gehen, deswegen, außerdem freue ich mich da drauf. Also gibt es das gleich. Meine Mutter hat Apfelmus selber gemacht, auch mit Äpfeln aus dem Garten. Das ist einfach der beste Apfelmus, das beste Apfelmus, das Mus der Welt. Ja, und das werde ich drüber packen. Ich habe noch ein paar Birnen und so Haselnüsse. Ich freue mich schon sehr drauf. Okay. In der Zeit werde ich jetzt mal fix versuchen, das hier zusammenzupacken. Ich denke jetzt nicht, dass das mega kompliziert wird. Obwohl es mehr Teile sind, als ich gedacht habe. Und hier mit Anleitung. Auch gut. Okay, dann wollen wir mal. Huch. Also als erstes. Okay, machen wir hier mal Platz. Es ist der nächste Tag. Ich habe es tatsächlich nicht hinbekommen, die Mülleimer zusammenzubauen. Das habe ich Pablo auch schon mitgeteilt. Das darf er nachher mal machen. Aber es ist gerade so schönes Wetter, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal eine Sache erledigen und dann gehen wir raus. Wir müssen nämlich noch einkaufen. Aber da wir jetzt bei IKEA waren und das alles so frisch war, habe ich gesagt, bevor wir jetzt irgendwo rausgehen, müssen wir jetzt den Schrank bestellen. Ich zeige euch jetzt mal, was wir zusammengestellt haben. Das ist unsere endgültige Auswahl. Und zwar wird der so aussehen, also natürlich ohne diesen Zwischenraum hier, sondern das ist zusammengestellt, aber es ist, sind 5 einzelne Einheiten, lange zum Hängen. Und hier ist auch nochmal einer zum Hängen. Und das ist dann aber quasi dieser Winkel und dann haben wir das hier voll mit Schubladen und hier ist auch nochmal Stauraum. Und so haben wir die ganze Wand durchgezogen und verlieren eigentlich wirklich kaum Platz und ja, so ist es für uns am besten und wir haben uns auch für ein halbes DIY entschieden. Ja, da werden jetzt vielleicht einige geschockt sein, aber man kann hier ja die Griffe auswählen und ich habe da scheinbar eine Community entdeckt, von der ich nichts wusste und zwar ist dieser Platzerschrank scheinbar total angesagt und super viele, die sich für Einrichtungen interessieren, auch teilweise Architekten und so weiter, haben diesen Schrank und alle ohne Ausnahme ohne Griffe bestellt
Und einige von denen sind auch auf Instagram. Dann habe ich so ein bisschen durchgescrollt bei den Bildern und habe dann tatsächlich auch Kommentare gefunden, wo die Leute gefragt haben, hä, aber das sind ja gar keine Griffe, wie hast du das gemacht? Und bei jedem Einzelnen stand immer, nein, ich habe keine Griffe gewählt. Ich habe das quasi so selber gebaut, dass man dagegen drückt und die Tür so aufgeht. Und dadurch sieht das halt so super clean aus und es scheint auch nicht zu schwer zu sein. Deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, dieses Projekt anzugehen. Also drücke ich jetzt mal auf Bestellen. Und dann müssen wir jetzt nur noch entscheiden, holen wir das ab? Bauen wir das auf? Wie machen wir das? Und vor allem, wann kommt es an? Oder wann ist es fertig? Soweit, so gut. Nächster Stopp, Alnatura. Pablo hat diese Woche den Wochenplan übrigens gemacht und ich suche nach einer Nutella-Alternative. Wir sind jetzt da, haben erstmal Obst und Gemüse eingepackt. Ich habe euch ja gesagt, Pablo hat geplant, aber scheinbar gibt es Paprika, Ingwer, Zwiebeln, Kartoffeln, die habe ich jetzt einfach eingepackt, Zitrone, Frühlingszwiebeln, Tomaten, Gurke und was brauchen wir jetzt? Das geht weiter mit veganer Mayo. Okay. Die ist hier. Hier. So die von Alnatura einfach, oder? Genau. Ja. Dann habe ich gerade das hier entdeckt. So für alle Fälle mag ich eigentlich immer ganz gern so einfach Nudeln mit irgendeiner Tomatensauce oder so zu Hause haben. Und ich fand das hier klang voll gut und guck mal, man sieht richtig so die Stücke. Das ist so eine Tomatensauce mit gelber Paprika, Tomaten und Mandeln. Oder die hier hat Pablo vor allem angesprochen mit Auberginen, Tomaten und Parmesan. Und worauf ich mich die ganze Zeit gefreut habe, hierauf. Das habe ich nämlich bei Mira gesehen und sie meinte, das ist so lecker. Crunchy Nutella quasi, vegan. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Wir sind zurück und ich habe Pablo jetzt mal die Anleitung für diese blöden Mülleimer in die Hand gedrückt. Es kann doch nicht sein, dass ich beim letzten Schritt versage. Vielleicht fällt dir irgendwas auf, was ich nicht bedacht habe. Soll ich dir mal zeigen, die Mülleimer? Ja, gib mal her, zeig mal bitte. Ja, komm mal. So, ich war jetzt so weit. Ich habe das draufgesetzt mit euch, dann das hier, also den Deckel draufgesetzt und ja, das auch und dieses lange Ding. Aber dann ist das Problem gewesen, dass man das hier irgendwo so reinklicken muss und das hat bei mir nicht geklickt. Hast du es jetzt hinbekommen? Ich habe es geschafft, ja. Wirklich? Ja. Warum hast du mir nicht gezeigt? Hä? Was? Du willst mich verarschen oder was? Nee. Zeig mal. Hä? Was hast du denn jetzt gerade gemacht? Ich zeig's dir beim zweiten Mülleimer. Okay. Guck mal eine Sekunde nicht hin. Okay. Ja, super. So, und jetzt kommt das hier. Achso, ja, genau. Nur noch da rein. Das war's, ja. Und dann? Zack. Ja. Ist doch cool. Müssen wir das noch rausmachen oder? Ah, das ja. War's dann? Warte mal, das sind die so komisch kleben. Ne? Aber findet ihr nicht, die sehen süß aus? Pablo ist, glaube ich, nicht so begeistert, aber ich finde, die sehen voll stylisch aus. Also so sehr sleek. Na dann, Maestro, ich mach dir mal hier den zweiten auf. Habt! So, kennt ihr ja schon von gestern. Also man hat hier den Deckel und dann dieses komische lange Teil. Mein Endgegner quasi. Das war's schon. So, das so, hat dann, geklappt. Ja. Und dann unten, vielleicht brauchen wir Beleuchtung. Halt ein bisschen enger drücken und dann ist das eigentlich schon fast drin. Und jetzt ist das eingerastet. Dann darf ich jetzt zumindest das Teil rein. Schön. Den Eimer hier reinmachen. So. Tada! Krass, oder? Ich bin richtig krass. Richtig krass. So sehen die beiden jetzt aus. Ich finde, die sehen süß aus. Und sind nicht zu groß, wollten wir auch nicht. Und praktisch. Und man kann halt einfach den Eimer hier auch rausheben. Fand ich gut. Guten Morgen. Es ist der nächste Morgen. Und es gibt jetzt die Brötchen, die ich gestern gekauft habe. Das sind diese hier. Ich wollte gerne mal ausprobieren.
Dinkel-Bio-Brötchen von Herzberger. 200 Grad steht hier übrigens 6 Minuten. Aber Umluft ist meistens weniger. 175 hätte ich gesagt. Oder? Ja, aber hier steht nichts mit Umluft, deswegen. Okay. Pablo ist hier der Chef in der Geschäft. Du musst auf jeden Fall vorher auf die Temperatur klicken und dann kannst du drehen. Wie viel hast du gesagt? Ja, 175 dachte ich. Achso, so wenig? Nicht? Dann mach 180. Okay, und dann, okay. Okay, und dann haben wir eigentlich nie oder sehr selten Marmelade selber gekauft, weil meine Mama gefühlt das ganze Jahr über Marmeladen zubereitet. Wie sagt man? Marmeladen kocht. Ja, auf jeden Fall Quittenmarmelade gibt es heute. Und richtig lecker, das hat Pablo die Woche gekauft. Von Kaufland, ne? Genau. Olivenpaste von Exquisit. Da ist nichts drin außer Oliven und Salz und Thymian. Also richtig gut und es schmeckt auch richtig lecker. So mit Frischkäse drunter oder so auf einem Brot. Also, wir sind jetzt gerade beim Frühstücken. Pablo hat uns gerade mal ein halbes Brötchen geschmiert mit ihm. Vego, ich bin nicht der größte Fan von den Brötchen übrigens. Ich finde, die schmecken ziemlich trocken. Pablo mag sie aber sehr gerne, weil er meint, es schmeckt nach Ciabatta. Genau. Ich bin so der Ciabatta-Typ. Ja, aber Pablo mag ja, habe ich euch schon mal erzählt, trockene Kuchen, trockenes Gebäck, trockene Brötchen. Und bei mir genau das Gegenteil. Okay, probiere ich mal. Schön crunchy. Mhm. Ich hätte es mir irgendwie crunchier vorgestellt. Kennst du diese Nuss-Nougat-Cremes mit Crunch? Mhm. Die so richtig so... So ist das nicht. Also ich finde, es schmeckt echt gut. Also es schmeckt jetzt... Es schmeckt sehr ähnlich zu anderen veganen Cremes. Nee, nicht vegane, sondern so klassische Nutella-Flakes. Ich finde, so schmeckt das. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was dieser Crunch ist. Haselnüsse. Ach so, die Haselnüsse einfach. Gut, aber das ist jetzt nicht crunchy. Einfach nur so ein bisschen Textur. Auf jeden Fall lecker. Und es war jetzt nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Manchmal findet man sowas dann für 7, 8, 9 Euro. So viel hat es nicht gekostet. Okay, also Pablo würde die Brötchen und auch das Vego nochmal kaufen. Übrigens wollte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Wir waren letztens auf der Suche nach einem Pflanzenständer bei Teddy. Gab es nicht. Dann bin ich zu McGuides, weil ich dachte, vielleicht finde ich es da. Auch nicht gefunden. Aber dann sind wir hier drüber gestolpert. Anscheinend ist das aber gerade quasi nur eine Aktion. Das stand da aus der Werbung. Also denke ich mal, ist das nicht immer dort. Und zwar hatte ich euch doch den Besteckkasten gezeigt, den wir gekauft haben. Also ich hatte den bei Amazon bestellt oder bei Otto. Auf jeden Fall im Internet. Und ich habe eigentlich 1:1 den gleichen Besteckkasten gefunden bei McGuides. Also der hat genau dieselben Maße, ist auch variabel. Also man zieht den einfach auseinander, so wie man das eben möchte. Also kann das hier quasi ein bisschen schmaler gestalten. Und der war fast 10 Euro günstiger. Und weil wir ja sowieso noch einen gebraucht haben, auch mit so vielen einzelnen, wie sagt man, Bereichen, habe ich dann zu Pablo gesagt, komm, dann nehmen wir jetzt den mit und dann haben wir dann nur noch für die großen scharfen Messer und Kochlöffel und sowas, werden wir dann nochmal sowas kaufen, aber dann nur mit so großen Fächern, weil die kleinen brauchen wir dann nicht. Genau, wollte ich euch nur als kleinen Tipp da lassen. Und dann habe ich vergessen, euch noch ein Weihnachtsgeschenk zu zeigen. Auf jeden Fall hatten wir nämlich das hier geschenkt bekommen, ein Diffuser. Und im großen Bad habe ich ja auch einen stehen und der riecht so intensiv von Rituals, werde ich euch mal verlinken. Und das hier ist jetzt von Royal Horticultural Society Peony Fragranced Reed Diffuser. Ich glaube, der ist sogar größer als der andere. Muss ich mal gucken, ob ich die denn vielleicht sogar umstelle, weil das jetzt hier natürlich nur ein kleineres Bad ist, auf jeden Fall als das andere. Aber, oh ja, der ist richtig groß. Ich überlege, ob ich jetzt wirklich bei dem mal nur ein paar reinstecke von diesen Stäbchen.
weil es sonst zu intensiv riecht und zu schnell weg ist. Ich lasse es jetzt erstmal hier und dann werde ich sehen, wie mir der Geruch gefällt, wo ich denke, wo es besser reinpasst und ob das intensiv ist. Vielleicht tausche ich die dann noch um. Aber ich finde das so total süß. Und ja, hier muss auf jeden Fall ja auch noch ein großes Licht rein. Und dann fange ich irgendwann erst an mit Deko. Aber damit es hier schön frisch riecht, dachte ich, mache ich das hier rein. Dann räumen wir mal. So, schaut mal. Zack, zack. Ich glaube, das ist echt das Gleiche. Wie mache ich das jetzt? Räume ich erstmal alles raus. Oh Gott, diese Schublade. Ah. Ja, ich glaube, ich räume es gleich ein. Ja. Ich glaube, ich versuche das mal gleich so ein bisschen zu ordnen, dass ich in etwa das so eingeteilt habe, was das für Kategorien hier sind. Zum Beispiel hier vielleicht Streichhölzer, Feuerzeug, sowas. Dann hier unsere Scheren. Ich glaube, ich hätte es erstmal reinmachen müssen, oder? Ah. Ich hätte jetzt eigentlich so ein richtig krasses Vorherbild machen müssen, ne? Aber ihr habt ja gesehen, wie schrecklich das aussah. Und so sieht es jetzt aus. Ihr könntet vielleicht sagen, es sieht immer noch durcheinander aus. Aber ich finde, zuvor hier habe ich schon mal eher eine Ordnung, oder? Also hier habe ich jetzt unsere ganzen Streichhölzer und Feuerzeuge. Dann hier diese Verschlussdinger, Bums da. Weil das sind die Sachen, die wir am meisten benutzen. Und dann hier so Schäler, Sachen, ja, ihr seht ja. Hier so Sachen eher zum Backen. Dann habe ich hier unsere ganzen Scheren und so Öffner. Hier auch nochmal eher so Dosenöffner, das ist von unserer Küchenmaschine, so Measuring Cups, Zahnstocher. Auf jeden Fall finde ich es schon mal eher geordnet als vorher. Das hier kennt ihr ja schon, da bin ich auch eigentlich echt zufrieden, wie wir das jetzt gemacht haben. Also das kommt da nicht rein, das kommt halt hier noch hin und das ist eben quasi der nächste Schritt, das muss ich jetzt noch bestellen. Ja. Er sieht ähnlich blöd aus und da will ich das dann quasi genau auch wieder so ein Holzkasten bestellen, aber eben mit drei großen Fächern, dachte ich. Bei IKEA hatte ich gesehen, die haben sogar extra so ein Gestell für Messer, dass man die reinlegen kann, aber das war leider von den Maßen nicht passend. Da muss ich heute mal gucken, ob ich das im Internet alternativ noch finde. Das fand ich nämlich ganz cool, dass man die so reinlegen kann. Und jetzt widmen wir uns einem Projekt. Ja, was soll ich sagen? Ihr kennt ja jetzt hier das Gästebad und hier stehen super viele Koffer rum mit meiner Kosmetik. Sowohl Pflege, also Haarpflege, Haarstyling, Gesichts-, also Hautpflege, Make-up, dann auch, ich habe immer relativ viele Kisten voll mit Sachen für euch, die ich dann halt schon mal horte, damit ich das dann schnell zusammenpacken kann und dann nicht suchen muss. Und ich hatte einfach jetzt noch gar nicht die Zeit, die Sachen auszupacken. Das heißt, das werde ich jetzt tun und wir fangen jetzt einfach an. Ich muss mir währenddessen, glaube ich, noch überlegen, was wohin kommt. Ich habe hier einige Koffer, das ist halt alles an Haarprodukten, Duschgele, Masken, Kosmetik,
Make-up und so weiter und das soll hier rein. Ich hatte halt noch nicht so richtig die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und mir dafür Zeit zu nehmen. Mir macht hier sowas auch total Spaß, aber ich will halt dann auch das in Ruhe machen können. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Ich weiß halt nicht, wie lange es dauert, aber ich weiß halt auch noch nicht so richtig, wie, also wo was rein soll, weil so richtig ideal war das in der letzten Wohnung nicht. Deswegen, ich glaube, ich fange jetzt erstmal einfach an und dann werde ich halt, während ich das mache, denke ich mal, auch merken, ob ich das so machen will oder ob ich es halt nochmal woanders hinräume. Aber das ist schon zumindest schon mal aus den Koffern raus. Ich habe einen Überblick und kann die Koffer eben auch in den Keller bringen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal angefangen, meine Duschprodukte und Bodylotions hier hinzustellen. Und hier habe ich jetzt erstmal angefangen mit Shampoos, Conditioner, also alles, was ich halt unter der Dusche benutze quasi, für die Haare. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, das reinzuräumen. Dann habe ich ein bisschen eine bessere Übersicht, wie viel ich wofür benötige. In einer idealen Welt hätte ich jetzt schon Kästen zum Einteilen, weil ich möchte, dass meine Lipliner und Lippenstifte zum Beispiel nicht so zusammen in einer Schublade sind, sondern so kleine Kästchen jeweils. Ja. Kennt ihr das? Wenn ihr so Sachen aussortieren wollt und als erstes erstmal ja alles rauspackt und dann das hier vor euren Augen seht und denkt, ich glaube, ich mache für heute Schluss. Das Problem ist, wenn Pablo in das Bad kommt, kriegt er eine Krise. Deswegen, ja, muss ich das jetzt durchziehen. Das hat einfach super lange gedauert. Das habe ich mal wieder irgendwie unterschätzt. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach die Realität, weil das sind einfach meine Vlogs. Ich habe am Ende einfach nur noch erstmal reingeschmissen. Zwar nach Kategorie, aber erstmal reingeschmissen. Das heißt, hier ist noch alles leer. Das ist, glaube ich, Giveaway für euch. Aber sonst ist das hier alles leer und das ist auch komplett leer. Ich wollte eben, dass das richtig schön leer ist, also dass quasi nur Rouge, nur Bronzer und so weiter nicht alles so zusammen ist, weil sonst geht so vieles unter. Aber nur als kleiner Überblick, hier sind meine Parfums. Dann hier ist alles voll mit Sonnencreme und dann so Treatments. Das ist meine Creme-Schublade, also alle meine Gesichtscremes. Hier sind meine Reiniger drin. Hier sind Haarstyling-Produkte drin. Meine Nagellacke. Ihr seht, was ich für Farben trage. Hier habe ich jetzt meine Puderprodukte drin. Und genauso will ich das haben. Foundations, finde ich, geht auch noch. Ist auch relativ übersichtlich. Habe ich jetzt halt einfach so reingeschmissen. Muss ich nochmal sortieren. Hier, das ist wieder so, gefällt mir gar nicht. Blushes, Highlighter, Bronzer, Paletten, die in dem Taubereich liegen, alles zusammen. Und das war's, Leute. Und jetzt muss ich schnell los. Bye, bye. Wir sehen uns bald wieder für Runde 2. Okay, ich komme gerade von draußen und habe gerade noch Pakete zurückgegeben und Müll rausgebracht und so weiter. Und es war so schön draußen. Oh mein Gott, die Sonne hat mich angestrahlt, strahlt mich immer noch an. Das ist so schön, das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen um den Haushalt kümmern und würde sagen, ich beende den Vlog an der Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dass ihr in der nächsten Woche auch wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.